Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Hier im Banditenlager, live vom Banditenlager. Ich muss nur noch eine Sache, will ich noch ganz kurz, die habe ich gerade eben entdeckt. Wir waren ja hier, haben wir entdeckt Höhle. Was heißt dieses entdeckt Höhle? Was ist da drin in dieser Höhle? Wir erforschen die Höhle. Hunde. Ich höre Hundegebell. Also hier in der Höhle hat's Hundegebell. Und Wasser. Und stinkigen Pilz. Und eine Truhe. Mit Dietrichen. Und Groschen. 58 Groschen, Kommunese, Lazarus-Elixier und Silberringen. Was? Eine Höhle mit so viel gutem Zeug drin? Das ist ja unfassbar. Was macht denn dieses Lazarus-Elixier? Was ist denn? Nahrung. Was ist denn, was es hier ist? Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht und dein Kater ist verschwunden. Ja. Gesundheit? Na ja, damit. Habe ich es jetzt getrunken? Sporen? Ich glaube, es ist weg. Weiter Schnaps? Oder habe ich es im Pferd verpasst? Oder habe ich es weggeworfen? Nee, dann wäre es bei Nahrung. Ich glaube, ich habe es genommen. Ich hoffe, ich habe es genommen. Weil dann werden wir bald wieder gesund sein. Denn wir sind ja leicht angeschlagen. Vom Pferdeunfall, glaube ich, war das. Oder von ein paar Schlägen, ein paar Axthieben. Der bösen Banditen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück zu unserem guten Müller. Ja, das Pferd ist wieder da. Pferd, du bist frei, geh weg. Wie liegt denn der da? Sieht aus, als würde der rumsitzen. So, also, ein Banditenlager weniger. Einmal weniger Schmach und Seuche auf dieser Welt. Oh oh. Pferd, Hilfe. Wir fallen den Berg runter. Okay. Jetzt wäre ich gerade schier da zwischen den Felsen durchgefallen. Das wäre nicht so gut. Oh, Rehkitzlein. Ich glaube, wenn wir auf diesem Weg hier bleiben, kommen wir an die Rathayer Mühle. Zumindest ist da Schloss schon. Oh nein. Oh, Pferd, was machst du? Hilfe. Mann, Pegasus, lauf doch langsamer. Verrückter du. Da gucken die Leute schon aus dem Haus raus, wer da draußen rumgaloppiert. Zu so morgendlicher Stunde. Alter, Alter, langsam. Wo müssen wir überhaupt lang, Pferd? Müssen wir da überhaupt rüber? Na dann lauf. Oh, ich habe ein Nest entdeckt. Wo? Wo ist hier ein Nest? Warte mal. Wo ist hier ein Nest? Ah, hier ist ein Nest. Ich komme halt nicht ran, ne? Ne, muss ich runterschießen. Plumps, wo ist es? Ja, Nest untersuchen. Grünes Osterei. Mein Pfeil hätte ich auch gern wieder.
Mein verbesserten Langstreckenpfeil, danke. So, überladen, wie wir immer noch sind, machen wir uns zurück zum Ferdi. Komm mir entgegen. Bin schwer. So. Dann auf zur Mühle! Ich habe entdeckt Lager, ja. Das Lager kennen wir schon. Das haben wir schon oft gesehen von drüben. Uiuiui. Dieses Pferd, das bringt mich irgendwann mal noch um. Gell, Pegasus? Mein kleiner Mörder. Kleines Mordpferd. So, ja, wir sind richtig, genau. Hier ist nämlich noch ein Lager. Mit Skalitzern. Den Bogen packe ich mal wieder weg. Come on! So, und ab zur Mühle. Unseren ganzen Schund verkaufen. Hoffentlich hat der Müller wieder genug Geld am Start. Der gute Müller Peschek. Ist der überhaupt schon wach oder liegt der immer noch im Seuch? Ne, da ist er ja. Wunderbar. Hier, guck mal, wer wieder da ist. Ha! Gelobt sei Jesus Christus. Hajo, der auch. Guck mal, was ich hier... Ja. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Du kriegst mal sportlich alles, mein Guter. So, Rüstung. Alte Stiefel. Was haben wir überhaupt für Stiefel? Jagdstiefel, ja, die sind noch ganz gut. Altes Hemd, was haben wir? Ja, das ist nicht mehr so toll. Arbeitsstiefel auch nicht mehr so toll. Braune Beinlinge, das waren unsere. Brauner Filzhut auch nicht. Fußwickel. Was sind denn Fußwickel? Der Händler hat 1,2. Sehr schön. Beinlinge geflickt. Noch mehr gepolstert. Gepolsterte Bunthaube. Bunthaube. Die hatten früher einen Scheiß. Wer zieht denn so ein Mist an? Geteerte Jacken. Kurzes Kettenhemd. Halt das jetzt in den Warenkorb rein? Wollte ich nicht. Zurück, das ziehen wir nachher an. Die gefärbte Bunthaube habe ich an. Weg damit. Oh, jetzt ist der Hals so nackt. Ziehen wir lieber einen Nackenschutz an. Hirnhaube. Jagdhandschuhe, wir haben andere, ne? Wir haben Panzerhandschuhe, jawohl. Also weg mit den Jagdhandschuhen. Kompositpanzerhandschuhe. Die sind schlechter. Lange Kettenhaube. Die ist gut. Oh ja, dann ziehen wir die an. Lederhandschuhe brauchen wir nicht. Lederwams. Wo käme der hin? Weiß ich nicht, den lassen wir vielleicht auch mal da. Aber dann lieber den dunklen. Leichte gepolsterte Rüstung. Nee. Nackenschutz. Haben wir da nicht schon einen? Achso, ja, hier die Kettenhaube. Dann können wir den Nackenschutz wegtun. Diese Kacheln brauchen wir nicht. Kacheln, weg damit. Weg damit. Rittersporn haben wir an. Da Gambeson, weg damit. Google, weg damit. Weiße Google, weg damit. Silberring. 2 Stück Silberringe. Bam. Das gibt Kohle. Wappenrock brauchen wir auch nicht. So, die anderen Sachen ziehen wir an. An Nahrung haben wir auch einiges gekriegt. Grünes Osterei. Nochmal eins. Oh, sogar 2. Normales Ei. Hasenfleisch ist nichts mehr. Irgendwas trotzdem noch verkauft. Weg damit. Schirmeling ist nichts mehr.
So, die anderen Sachen sind noch recht gut. Der Schirmling ist auch nicht mehr so toll. Beziehungsweise die Schirmlinge. Und die Äpfel sind auch nicht mehr so prickelnd. 77 Trinkwasser, 67 tun wir auch weg. So. Sonstiges. Dietrich, 1,5 Hahnenfeder. Kriegst du grünes Rüstung, kleines Rüstungsset. Kommunionskelch kriegt da beide. Wildschweinleder kriegt er auch. Und das kleine Rüstungsset, ach komm. Kriegst du auch. Nahrung, Rüstung, Waffen. So, was haben wir hier? Ist da Gift dran oder was? Gewöhnliches Schild, Langstreckenpfeil. So, dieses Sachs. Und der Spitzpfeil. Der ist zwar gut, aber einer. Was halt's? Tun wir weg. Die zwei lassen wir da. Ulmenbogen auch. Hornstrauchbogen. Der ist Mist. Langstreckenpfeil. Ah, weg damit. Wir brauchen eher das Nichtgewicht. Bürgerschwert, gewöhnliches Schild. Okay. So, das war's daher. Und dann hat das Pferd hat auch noch natürlich einiges. Jetzt lungern wir dem den Preis. Erstmal die ganze Kohle raus. Ist gut. Die 1-2, die müssen wir schon kriegen. Hoch. So, Händler hat nicht genug Geld. Okay, ne, das ist schon ganz schön viel. Dann sagen wir mal 1000. So, machen wir mal so. Zufrieden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Okay, dann machen wir hier. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Ja, wunderbar. So, dann holen wir uns vom Pferd noch ein bisschen was. Also erstmal hier die Sachen anziehen. Das anziehen. Den Lederwams anziehen. Unter den Wappenrock. Beziehungsweise den ziehen wir aus. Nee. Dann ziehen wir den Lederwams aus. Und verchecken den. So, was war hier noch rüstungsmäßig? Kurzes Kettenhemd. Anstatt. So, anstatt gar nichts. Wir haben da sonst nichts. Lederwams haben wir jetzt nicht an. Ja, den verkaufen wir. Könnten mal was essen. Dörrfleisch. Lecker Dörrfleisch. So, Ferdi. Gib mir die Sachen. Alles nehmen kann ich nicht sagen. Ach du Schande, ist das Pferd voll geladen gewesen. Okay, Pferd ist leer. Wir sind voll. Dem können wir noch sein Restgeld voll abluchsen. Und dann gehen wir rüber zu den anderen. Zum anderen Müller. Holen uns von dem auch noch die Kohle und dann gehen wir nochmal hier zur Rebecca. Nein, zur... Wie heißt sie? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Zur... Wie heißt sie denn nochmal? Mann. Was war's? Merksdolch, ja, Fackel. Ah, 7 Stück. Jagdpfeil. Alle. Knüppel. Langstreckenpfeil. Ritterjagdschwert. Bürgerschwert. Okay, uns ist es besser. Eschenbogen, schlechter. Sachs, weg damit. Spitzpfeil, weg damit. Jagdpfeil,
Langstreckenpfeile sind meine Prävention. Wundpfeil. Brauchen wir gar nicht. Ah, ich glaube, die lassen wir mal alle da. So, oha, haben wir viel Rüstung. Arbeitsstiefel mit Kondition 100. Habe ich jetzt reingetan, will ich nicht. Die lassen wir da. Die kommen weg, Armschienen kommen weg. Nein, die Armschienen haben wir angehabt. Oh, der Händler hat eh gar nicht mehr so viel. Okay, wir müssen wieder einige Sachen aus dem Warenkorb rausnehmen. So. Jetzt, du hältst 124, er hat 180. Dann können wir ihm alles voll rausleiern. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Erhalte 170. Pech gehabt. Nein, macht er nicht. Okay, war definitiv zu viel. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen. Unser aller Bauchredner. Okay, dann auf ein neues. Alte Stiefel. Altes Hemd. Arbeitsstiefel, braune Beinlinge. Oh nein, was mache ich da? Quatsch. Verkaufen, Kollege. So, die hier weg. Die probiere ich mal. Die Armschienen lasse ich auch mal da. Die braunen Beinlinge. Filzhut, Bunthaube. Bunthaube. Bürgerliche Schlappen. Fußwickel. Nackenschutz. Eisenhut. Beinlinge. Okay, das war zu viel. Nackenschutz 18. Nein, ich hab. Nach dem Geld solltest du sortieren. So, Beinlinge weg. Arbeitsstiefel weg. Sohlen. Das weg. Und das weg. Und das weg. So, und jetzt feilschen wir um die paar Sachen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Jetzt will ich aber den Rest von deiner Kohle haben, ne? So. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, komplett ausgeräubert. Jetzt muss ich mal den Schluck trinken, bevor mir die Stimme wieder absackt. Na, da guckst du, war, da haben wir dich ordentlich ausgenommen, Müller. Bei der Menge an Brennholzvorrat braucht er aber auch nichts befürchten. Also ich meine, komm schon, Pegasus, komm her. Mein Gutster. So. Wir gehen mal kurz rüber zum anderen Müller. Der hat bestimmt auch noch ordentlich was auf der Tasche, was er loswerden will. Ich kenne ihn doch, meinen Müller. Er hat immer zu viel Geld und will lieber Hehlerwaren haben. Hier haben wir jetzt bestimmt auch wieder irgendwelche Banditen, die uns nach unserem Leben trachten, beziehungsweise nach unserem Geld trachten. Ne, nicht mal. Wäre mir aber auch egal, weil... Ach, doch, tatsächlich. Und zwar sogar Kumanen, so wie es sich angehört hat. Ist mir aber egal. Ich habe anderes zu tun. Nicht wieder da hochfährt. Diese Kumaren können jemand anders überfallen. Überfallen. So, guten Tag, Dian.
Glück und Gesundheit. Der Müller, ich habe hier Wojciech. Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. So, wie viel hat der? 1,8 auf der Tasche. Der hat immer ein bisschen mehr als unser guter... als unser guter anderer Müller. Wie heißt er? Weiß ich schon nicht mehr. So. Dann. Das auch weg. Achso, nein, den Dolch nicht. Den Dolch möchte ich gerne lassen, da wir sonst Kuman das Ohr nicht abschneiden können. So war das. Also ein Dolch sollte immer in der Tasche sein. So, die weg mit den Jagdpfeilen, Knüppel, Langstreckenpfeil, Ritterjagdschwert, Eschenbogen, blödes Sachs, Spitzpfeil, Jagdpfeil. Hat es ein verbesserter Jagdpfeil? Ne, dann lassen wir den mal. Langstrecken, Wundpfeil, die Wundpfeile tun wir weg. So. Na gut, dann haben wir bisschen was an Munition, das ist gar nicht schlecht. So, die weg, die behalten das hier weg. Filzhut weg, Taube weg, Schlappen, Fußwickel, Steppjacke, kumanische Tunika, Beinlinge, dann, Bondhaube, Jagdhandschuhe, Jagdstiefel, Kettenhaube, die andere haben wir an, Reiterbeinlinge, Tunika, Lederhandschuhe, alle, Lederwams, Kumanenhelme, Plattenbogenkacheln, Zeug. Verzierter Wappenrock. Damit fallen wir halt auf wie ein bunter Hund, ne? Weil der so rot ist. Aber der ist auch gar nicht so haltbar. Frauenschlappen. Kleid und Schürze Sonntagskleidung. So, damit hätten wir die Dingens verkauft. So, dann haben wir noch ein bisschen was Geklautes und was Verfaultes vom Essen. Da gibt es auch ein paar Groschen für. Dieses verfaulte Zeug. 132 Hasenfleisch. Mein lieber Schimmel, das ist aber viel verschimmeltes Zeug. Echt schade. So, Goldkreuz. Höhlenpilz, Kommunionskelch, Brennnessel, kannst alles haben, Silberkelch, Spinnennetz, verzierter Silberkelch, du hältst 1,2, das geht nicht mehr höher, zerbrochener Pfeil, alle, Löwenzahn, kriegst du auch. Achso, 1200, ah okay, und das geht nicht genau drüber, das sagt ja nicht genau, wie viel ganz genau das ist, sondern nur 1,2. So. Dann... besprechen wir den Preis. Genau. Nun, versuchen wir es. So, er will zahlen 1,260, ich sag, zahl mir mal... 1,350, komm. Zufrieden? Wir kommen der Sache näher, noch etwas weniger. Na komm, dann 1,320. In Ordnung. Na also. So, unser Inventar ist leer, unsere Taschen sind voll. Mit Groschen, 6,9000. Jetzt können wir uns einen richtig tollen Bogen holen. In wo war das? Oh, und wir können Klamotten shoppen gehen. Oh ja. Der Bogen war in Thallenberg. Oh.
Okay, wir gehen erstmal nicht mehr nach Thallenberg. Ich glaube, wir gucken einfach mal nochmal in Rathai vorbei. Beziehungsweise... Ja, wir reiten einfach nochmal zu unserer guten Rebecca. Es ist ja auch gerade eine gute Zeit. Die heißt nicht Rebecca, wie heißt sie denn? Komme ich immer auf Rebecca? Die heißt Theresa, so, genau. Die gute Terry. Oh, wir sind auch schon wieder gut drüber. Dann reiten wir noch zur Theresa und machen dann eine kleine Folgenpause. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier immer noch Zeug auf der Straße liegt. Beziehungsweise auf dem Weg. Ne, haben sie weggeräumt. Die Kumanenlumpen. Die hier überall noch verkrochen sind. Diese Mistsäcke. So. Dann würde ich sagen, stellen wir den Pegasus mal hier ab. Und dann speichere ich hier mal und wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Huch, da kommt sie gerade, die Treppe oder die gute. Und dann werden wir eine Runde mit ihr spazieren gehen. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Tschüssikowski, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Time to play? Time to play, ja.